Ja, einen wunderschönen guten Morgen, liebe Zuschauer und liebe Zuschauerinnen hier aus unserem Trading Floor in Frankfurt. Wieder erneut viel Bewegung, und zwar im gestrigen Abendhandel, nachdem die Meldung ja über den Ticker gelaufen ist, beziehungsweise auch hier ordentlich wieder seitens von Donald Trump getwittert worden ist. Die Verhandlungen zwischen den Demokraten und den Republikanern, was das Stimuluspaket ist, erstmal soweit eingestellt worden. Hier gab es also die ganz klare Botschaft und die Message vom amtierenden US-Präsidenten Trump, der gesagt hat, okay, dieses Stimuluspaket wird erst dann soweit stattfinden nach der Wahl, beziehungsweise wenn er dann soweit gewählt worden ist. Und das dürfte dann ein bisschen größer und umfangreicher sein als das, was aktuell dort verhandelt worden ist. Ja, was die einzelnen Märkte betreffen, vielleicht auch da nochmal der Hinweis, dass wir wie gewohnt um 14.15 Uhr unter heavytraders.live nochmal detailliert auf ein paar Einzelwerte eingehen. Das, was wir heute jetzt hier in der Sendung besprechen, ist zum einen der DAX und vor allem aber auch die Nasdaq 100 und einen Wert, den wir mitgebracht haben, und es geht heute um die eBay-Aktie, und von daher wollen wir erstmal systematisch anfangen. Lasst uns da am besten mal einen Blick auf den Chart werfen. Also, was können wir hier diesbezüglich zum DAX sagen? Ja, im Grunde genommen eine unveränderte Situation, bis auf das wir jetzt aktuell zumindest mal bis vor einigen Minuten über der Marke knapp bei 12.900 Punkte soweit gearbeitet haben. Wir waren auch zwischenzeitlich heute Morgen knapp bei 12.950, sind also an den Tageshochs von gestern soweit vorangeschritten. Aber nachhaltig sind wir leider nicht drüber hinausgelaufen. Das heißt also, eine starke Fortsetzung dieser möglichen Aufwärtsbewegung wird weiterhin beibehalten in Form einer sogenannten Seitwärtsbewegung. Das einzig Positive, was man hier im Moment tatsächlich erkennt, kann, ist, dass unsere wichtigen Volumenmarken zum einen die 12.825, dass der DAX sich da oben drüber befindet. Das war ja diese kurzfristige wichtige Unterstützung. Und das zweite größere Auffangbecken bleibt nach wie vor die Marke knapp bei 12.600. Und das heißt, um das einfach hier auf den Punkt zu bringen, solange wir über diesen Marken bleiben, gibt es zwei Szenarien: seitwärts, beziehungsweise dann irgendwann den Befreiungsschlag aus dem Nichts heraus, dass eventuell dieser Trend weiterhin fortgesetzt wird. Ja, mich würde natürlich ebenfalls auch mal persönlich interessieren an unsere YouTuber, wie ihr persönlich den DAX einstuft oder auch einschätzt. Schreibt das mal in den Kommentaren, damit wir dann entsprechend auch hier nochmal eure persönlichen Marktmeinungen soweit hören. Ja, ansonsten die Technologiebörse Nasdaq 100. Man sieht es ebenfalls, wir arbeiten ja mit gewissen Volumenbereichen, die für uns wichtig sind. Wir haben es immer wieder betont, 11.100 kurzfristig, sehr, sehr wichtig. Ansonsten das zweite größere Auffangbecken, das notiert im Moment um knapp 10.600. Da sind wir auch tatsächlich mit dem aktuellen Nasdaq 100 Stand vorbörslich knapp bei 11.343. Das heißt, dieser starke Sell-off, nachdem diese News gestern ja soweit stattgefunden hat von Donald Trump, gab es hier tatsächlich nochmal so ein stärkerer Rücklauf. Aber dennoch waren wir überhalb dieser Marke von 11.100, die kurzfristig für uns wichtig ist. Zusätzlich zu erwähnen, hartnäckiger Widerstandsbereich bleibt nach wie vor die 11.550. Hier wäre es einfach mal sehr, sehr wichtig, in den kommenden Handelstagen deutlich drüber abzuschließen, also ein Schlusskurs über 11.6, dürfte dann tatsächlich nochmal weitere Kursziele auf der Oberseite ausdehnen. Und wo wir dann tatsächlich dann zumindest mal hinsteuern könnten, besprechen wir in unserem Börsen-Livestream, sowohl was die Nasdaq 100 betrifft, aber auch den deutschen Aktienindex, also der DAX selbst, und vor allem dann aber auch die Ziele unserer Aktie, die wir jetzt gemeinsam miteinander soweit besprechen. Der ein oder andere Zuschauer wird sich vielleicht nochmal daran erinnern, wir hatten ja schon mal bei der eBay relativ guten Trade soweit platziert, wo wir knapp mit 23% plus ausgestiegen sind. Das ist auch hier wieder sehr gut zu erkennen, dass es natürlich dann Sinn macht, eventuell auch mal Gewinne mitzunehmen, dadurch, dass wir halt einen Markt haben, der im Moment nicht trendlastig arbeitet, sondern eher ein bisschen seitwärts gerichtet mit aufsteigenden Hochs, aber auch mit deutlichen Rücksetzern zu der Ausgangsposition zurück. Eine wichtige Marke, die liegt jetzt hier knapp bei $48,60. Die hatten wir ja schon mal soweit besprochen. Jetzt sind wir hier gestern wieder relativ gut zurückgekommen mit einem Abschlag fast von 4%. Wir bleiben aber auch nach wie vor weiterhin optimistisch, dass eBay durchaus weiterhin das Potenzial besitzt, nochmal nach dieser Korrektur eventuell deutlich höhere Hochs anzusteuern. Und welches Kursziel auf der Oberseite angesteuert wird und wann wir vor allem auch hier so weit einsteigen werden, das besprechen wir auf jeden Fall in der Sendung. Soviel erstmal aus der charttechnischen Situation. Jetzt habe ich auch das Zertifikat oder ein Zertifikat nochmal mitgebracht,
was entsprechend hier auch nochmal eingeblendet wird. Ich rufe mir das ebenfalls auch nochmal auf. Also, das ist die Wertpapierkennnummer Ulrich Dora 630 Bertha, ein Zertifikat von der UBS. Ganz klar ein Call und der Hebel, ja, der ist ein bisschen knackiger, knapp bei 3,2. Und da wollen wir gemeinsam mit euch dann nochmal um 14.15 Uhr ein bisschen näher ins Detail reingehen, wo eventuell interessante Limitpreise sein können, wo man eventuell die Kursziele stecken kann. Wie könnte sich durchaus das Zertifikat entwickeln? Was ist da für ein Potenzial auf jeden Fall mit drin? Schaltet also auf jeden Fall mit rein. 14.15 Uhr, Registrierung ist kostenfrei unter heavytraders.live und wir laden euch recht herzlich ein. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns. Bis später. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Bis gleich.